In einer heilen Welt da geht es ja allen gut. Da sind alle glücklich und es ist alles in Harmonie miteinander. Dann können wir wieder telepathisch reden und müssen uns keine Chips ins Gehirn pflanzen lassen und es ist ja nicht, dass Technologie nicht gut ist. Aber es ist nicht gut, wenn es dazu führt, dass Menschen noch mehr vergessen und dass das, was wir eigentlich könnten, dann ersetzt wird durch Technologie. Aber dann können wir wieder telepathisch reden und dann essen die Tiere sich nicht gegenseitig auf und die Menschen essen keine Tiere auf. Und ich bin mir sicher, dann wissen wir auch, dass es Außerirdische gibt. Also so offiziell halt und nicht wie jetzt inoffiziell. Und dann ist es für uns klar, dass alles lebt, dass sie lebt und die Luft und alles. Die Möbel, ich spreche mit meinen Möbeln zu Hause, die haben dann Namen. Also dann wissen wir, dass alles auch Gefühle hat und Gedanken. Und die Schwingung halt von allem ist dann höher. Das können wir uns jetzt wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Ja, aber dann sind wir wieder in diesem Zustand, wie die Erde ja schon mal gewesen ist. Aber bis dahin ist das halt auch ein Prozess, weil die Menschen, die müssen ja mit ihrem Bewusstsein dahin kommen. Und so seltsam, wie wir ja sind, also wie wir werden, wenn wir ja inkarnieren, das geht halt eine Weile, bis das auch wirklich aus den Zellen draußen ist. Also ist es ja gut, wenn wir jetzt anfangen? Ja, also, ja, dann haben wir auch andere Technologien, weil die wir ja jetzt haben, die ist ja sehr veraltet. Seit ich hier auf der Erde bin, dann schaue ich Strommasten an, dann denke ich mir immer, warum die das noch haben können, so leben, mit Strommasten. Ich dachte früher immer, dass ich in der Steinzeit bin. Weil, also nicht nur Strommasten, alles. Auch, ja, so mit den Kabeln, die da reingehen und so. Also, es gäbe ja schon ganz andere Technologien, also auch solche, die nicht diese schädliche Strahlung aussehen, sondern solche, die uns gut tun. Aber die wird halt aktuell bewusst zurückgehalten. Es würde ja auch kein Geld einbringen. So denken die. Aber theoretisch hätten wir das. Also wir hätten so vieles schon auf der Erde und so viele Menschen mit so vielen tollen Ideen. Und einfach, weil wir nach diesen unlichten Strukturen sind, die darauf keine Lust haben, wird das halt unterdrückt. Oder einfach erschwert und so in einem kleinen Rahmen. Aber wenn das nicht mehr so ist, dann dieser Planet wirklich frei ist, dann sind auch ganz andere Dinge möglich. Also ja, viele technologische Dinge, die wir Menschen hier haben, die haben ja gar nicht wir erfunden, sondern das waren ja Außerirdische. Und wir haben das dann von denen. Also auf welche Art und Weise wir da dazugekommen sind, ist das war auch nicht immer so. Nicht immer so gut.
Aber sie kam zumindest nicht von uns. Aber die Technologie, die uns eben nicht schadet, die gibt's halt auch. Aber die ist halt aktuell einfach nicht öffentlich freigegeben. Ich glaube, da kommt es darauf an, wie weit man in die Zukunft geht, weil wenn das dann hier öffentlich kommt, wann das auch immer ist, dann muss das ja eine Anpassung sein. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie man das den Menschen erklären soll, dass das schon immer da gewesen ist. Also für die, die das so nicht wissen, das muss man irgendwie, ich weiß nicht, ja, man muss das irgendwie so erklären, dass die Leute dann das aufnehmen können und dass das nicht so verrückt ist, dass sie irgendwie, ja, halt das seltsam finden. Weil die Menschen, die sind sich ja auch gewöhnt an das, was sie kennen und an die Art und Weise, wie sie denken, wie die Welt das. Aber je mehr aufwachen, desto mehr lockert sich das ein Kollektiv.